Unter den Skaven hat sich Cricket bereits einen Namen gemacht. Die durchtriebene Sturmratte hat sich als Slayer of Man-Things in zahllosen Zusammenstößen mit den Menschen behaupten können und so Ruhm unter den Clans erhalten. Durch diesen Ruhm sind die Clans auf ihn aufmerksam geworden und einer dieser Clans stellt Cricket vor eine neue Herausforderung. Clan Scryer vermutet einen unentdeckten Vorrat an Warpsteinen in den Ruinen von Soroth Khor. Dieser Vorrat wartet nur darauf, von den Skaven erbeutet zu werden. Mit einer kleinen Gruppe entbehrlicher Freiwilliger wird Cricket entsandt, die Warpsteine zu bergen. Als zusätzliche Großzügigkeit wird Cricket noch eine besondere Waffe mitgegeben, ein Rattenoger. Eine riesige, grotesk mutierte Ratte mit genug Kraft, um jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen. Doch niemand hat Cricket gesagt, warum er ausgerechnet diesen Rattenoger mitnehmen soll. Im Schutze der Nacht erreicht Rickets Gruppe den äußeren Rand von Soroth Khor. Ohne einen Anhaltspunkt wird die Suche allerdings eine Weile dauern, weshalb Ricket sein Gefolge aufteilt und in verschiedene Richtungen entsendet. Mit hin und her zuckenden Schnauzen wuseln die Skaven durch die Ruinen, auf der Suche nach einem Hinweis auf Warpstein. Doch Stunden vergehen ohne jede Spur. Die Dämmerung vermittelt den Anbruch des Tages, als sich riesige Umrisse zwischen den Ruinen abzeichnen. Kahle Monolithen werfen drohende Schatten in der aufgehenden Sonne. Ricket kann die Verderbnis beinahe schmecken, doch da ist noch etwas anderes. Hektisch wendet sich der Clownführer in alle Richtungen, um die Quelle dieser fremdartigen Witterung auszumachen. Plötzlich, wie ein Blitz, durchfährt ihn die Erkenntnis. Seine Truppe ist nicht allein in dieser Gegend. Sein Gefolge ist immer noch verstreut in alle Richtungen, als das grelle, widerhallende Geschrei der Toten von allen Seiten zu ertönen scheint. Die Skaven und vor allem Ricket sind umzingelt. Und damit willkommen zum ersten narrativen Spielbericht zu Warcry, dem Fantasy-Skirmisher von Games Workshop. Wir werden versuchen, über mehrere Videos die Geschichten unserer Banden hier zu erzählen, während wir die Kampagnen des Systems durchspielen. Jede Bande hat ihre eigene Kampagne, ihre eigene Agenda, ihre eigene Quest so gesehen in dieser Welt von Warcry. Und wir versuchen, verschiedene Matches, verschiedene Matchups auch darzustellen, um verschiedene Banden zu zeigen, aber im Wesentlichen diesen erzählerischen Aspekt hervorzuheben. Wir spielen mit zufällig ausgelosten Szenarien, das heißt auch manchmal können die Szenarien recht einseitig werden, aber wir versuchen, eine Geschichte darum herum zu schreiben. Ihr habt jetzt bereits die Einleitung zu den Skaven bekommen, wie sie jetzt nach Soroth Khor gekommen sind, in diese Stadt, diese verfallene Stadt, um dort nach Warpstein zu suchen und sind nun in einen Hinterhalt geraten. Während der Introduction habe ich auch eingeblendet, welche Karten für dieses Szenario jetzt in Kraft treten, sprich welche Karte für Aufstellung und für die Szenario-Sonderregeln in Kraft treten. Und zusätzlich gibt es noch eine Karte für die Siegbedingungen. Diese kommt gleich ins Spiel, denn sie wird erst abgehandelt, wenn beide Spieler aufgestellt haben. Das ist in der Zwischenzeit passiert, das heißt, die ersten Figuren sind platziert, entsprechend der Aufstellungskarte. Und jetzt hören wir uns mal an, was wir eigentlich als Kontrahenten für die Skaven haben. Zu Lebzeiten Anführer der 2. Infanterie von Soroth Khor ist Wilhelm Travos nunmehr ein Schatten seiner selbst. Bis zuletzt verteidigten er und seine Einheit die Straßen ihrer Heimat, doch vergebens. Mittlerweile ist die Stadt verfallen und wie viele andere Seelen findet auch Wilhelm und seine Gefährten keinen Frieden. Die Pflicht ist mit dem Tod noch nicht vorbei. Es gilt, die Stadt vor Plünderern zu bewahren, um der endgültigen Schändung zu entgehen. In dieser Nacht treibt mutiertes Ungeziefer sein Unwesen im äußeren Bezirk. Doch Wilhelm Whispergeist, wie er seit vielen Jahren von wenigen überlebenden Plünderern genannt wird, wird wie zuvor die Straßen von Eindringlingen befreien. Die Taktik ist ewig gleich. Wenn der Anführer fällt, wird der Rest vor Angst flüchten und sich in die stinkende Grotte zurückziehen, aus der sie gekrochen kamen. Das Ziel des Matches steht fest. Die Geister wollen binnen 4 Runden den Anführer der Ratten ausschalten und damit dieses Spiel für sich entscheiden. Die Ratten haben also auch ein klares Ziel vor Augen. Der Anführer muss diese 4 Runden überleben. Wenn am Ende der 4 Runden der Anführer noch auf dem Feld ist, haben die Skaven gewonnen. Andernfalls haben die Geister gewonnen. Zusätzlich, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu gestalten, darf der Anführer sich auch nicht innerhalb von 4 Zoll zum Spielfeldrand befinden. Das heißt, er muss sich wirklich ins Spielfeld hineinbegeben, damit in das Risiko hineinlaufen und versuchen, diesem Ansturm von Geistern sich entgegenzustellen. Die Aufstellungskarte ist hier ein bisschen gemischt für die Skaven. Zum einen ist es gut, dass der größte Teil der Geister erst in der 2. Runde als Verstärkung auftauchen, allerdings schon direkt in 2 Flankenpositionen. Der Nachteil, die wichtigste Gruppe aus der Skaven-Truppe
kommt erst in der dritten Runde, der Rattenoger. Er ist noch nicht auf dem Feld, er wird erst sehr verspätet mit hinein ins Spiel kommen. Und das heißt für die Ratten, sie müssen Rickett so lange beschützen, bis der Rattenoger eine Chance hat, die Geister zu verjagen. Ob es ihnen gelingt? Nun ja, wir werden sehen. Die erste Ratte ist schon ganz mutig und stürmt den Geistern entgegen und versucht diesen ein paar Angriffe zuzufügen. Jetzt komme ich ein bisschen auf die Grundregeln von Warcry mal zu sprechen. Also, Warcry wird über mehrere Runden gespielt. Die Anzahl der Runden wird über die Siegkarte bestimmt. Es kann auch sein, dass es theoretisch unendlich Runden sind. Und in jeder Runde wird jedes Modell einmal aktiviert und kann in der Aktivierung dann zwei Aktionen machen. Eine Aktion ist beispielsweise bewegen bis zum Bewegungswert des Modells in Zoll, einen Angriff durchführen oder auch eine Warten- oder eine Lösen-Aktion machen. Lösen ist eine besondere Bewegung, das heißt, man löst sich aus dem Nahkampf, im Englischen Disengage, ich weiß nicht, ob Lösen die korrekte Übersetzung ist, und hat eine reduzierte Bewegung, kann damit aber aus dem Nahkampf herausgelangen, um zum Beispiel an bestimmte wichtige Stellen des Spielfelds zu kommen. Ein Angriff wird mit der Würfelmechanik gemacht, ist so, dass man eine Anzahl von Würfeln hat, entsprechend der Attackenzahl, vergleicht die Stärke mit dem Widerstand des Gegners und wenn die Stärke und Widerstand gleich sind, ist ein 4 plus ein Erfolg, bei geringerer Stärke ist ein 5 plus ein Erfolg, bei höherer Stärke ist ein 3 plus ein Erfolg. Mehr ist da schon nicht dahinter, das heißt, jede Würfel, der ein Erfolg ist, fügt dem Gegner Schaden zu. Jede 6 allerdings führt dem Gegner kritischen Schaden zu. Das ist in der Regel deutlich höher als der normale Schaden. Also so ein normales Profil wäre zum Beispiel mit 3 Würfeln, Stärke 3, 1 Schaden, Schrägstrich 3 Schaden für kritische Treffer. Das ist so das Profil von den Ratten, die jetzt hier rumlaufen, von den meisten zumindest. Und so, ja, haut man sich so ein bisschen die Köpfe ein, läuft aufeinander zu und versucht natürlich dieses Missionsziel zu erreichen. Jetzt haben wir mit Assassinate und der Aufstellung ein Missionsziel, wo jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel Bewegung drin sein wird, aber wir sehen ja schon, wie die ganzen Ratten hier im ersten Spielzug auf den Gegner losstürmen. Jetzt bleibt nur noch der Clownführer Rickett übrig, sich zu platzieren. Wie gesagt, er darf nicht zu nah an den Spielfeldrand. Er darf auch nicht durch befreundete Modelle durch, da ist eine kleine Lücke, er würde durchpassen, wäre dann aber zu nah am Spielfeldrand. Daher ein bisschen Überlegung, wir nehmen das halt, da wir narrativ spielen, auch nicht ganz so ernst mit dem berührt geführt, wie man zum Beispiel vom Schach kennt. Also darf er schauen, was für Möglichkeiten hat er, wo kann er sich verstecken, um eine faire Chance hier in dem Match auch zu haben. Also es wird ein bisschen ausgemessen und schlussendlich entscheidet sich der Clownführer hier auf die andere Seite von dem Hindernis zu gehen, etwas mehr Abstand zu den gleich erscheinenden Reserven zu bekommen. Damit endet die Runde, die ganzen Aktivierungsmarker können eingesammelt werden und eine neue Runde beginnt. Zu Beginn einer Runde, so auch der ersten Spielrunde, werfen beide Spieler 6 Würfel, um die Initiative zu bestimmen. Dazu gilt es, je mehr einzelne Würfelergebnisse man hat, desto höher quasi die Initiative, beziehungsweise man hat die Initiative, wenn man mehr hat als der Gegner. Dafür können aber Pashs, Triples und Vierlinge, also Drillinge und Vierlinge, eingesetzt werden, um besondere Fähigkeiten auszulösen. Da hat jede Fraktion ihre eigenen Fähigkeiten, es gibt ein paar allgemeine Fähigkeiten. Zum Beispiel kann man für einen Pasch plus 1 auf die Anzahl der Attacken bekommen oder plus 1 auf die Bewegung. Es ist also schön, viele Pashs, Triples etc. zu haben, um Fähigkeiten auslösen zu können in dieser Runde. Allerdings sind natürlich in Situationen auch die einzelnen Würfel gut, um die Initiative und damit die erste Aktivierung zu haben. Die Verstärkungen werden jetzt hier platziert. Das ist der zweite Step einer Runde. Nachdem die Initiative abgehandelt wurde, werden die Verstärkungen ins Spiel gebracht. Und wie eingangs schon gesagt, sind jetzt die restlichen Geister mit auf dem Spielfeld. Das ist eine ziemliche Bedrohung hier für die Ratten, denen sie sich entgegenstellen müssen und was vor allem Rickett jetzt hier überstehen muss. Mittlerweile ist jetzt auch Wilhelm Whispergeist auf dem Spielfeld. Unten mit seiner riesigen Glocke ist er jetzt angekommen. Und eine dieser Fähigkeiten beispielsweise, die man auslösen kann, haben die Geister mit dem Wiederbeleben von bereits gefallenen Toten. Das heißt, wenn ein Geist ausgeschaltet wird, kann Wilhelm Whispergeist diesen mit seiner Glocke wieder ins Spiel zurückbringen. Das ist eine ziemlich starke Fähigkeit, die man zum Beispiel auch ein bisschen im Kopf behalten muss, wenn man gegen Geister spielt. Und wir sind mal gespannt, ob diese Fähigkeit jetzt hier im Spiel auch stattfinden wird, ob er sie nutzen kann. Dazu müssen ja erstmal Geister ausgeschaltet werden.
So, erste Aktivierung, die große Geisterbase hat zugeschlagen und die erste Ratte auch überwältigt. An der Stelle möchte ich mich einmal nochmal entschuldigen, dass wir die Würfel nicht mit aufgenommen haben. Wie gesagt, ursprünglich war der Plan, Live-Kommentar zu machen, haben wir dann im Nachgang verworfen. Nun sind die Würfelergebnisse leider nicht mit dabei, aber da wir den narrativen Aspekt hervorheben, denke ich, ist eher das Ergebnis, dass das zählt. Also, die erste Ratte ist von der Geisterbase überwältigt worden. Das könnte man jetzt meinen, würde den restlichen Ratten so ziemlich den Mut rauben. Doch sie sind zu sehr wahrscheinlich verängstigt von ihrem Clownführer, irgendwie etwas anderes zu tun, als sich in den Weg zu schmeißen. Weshalb sie tapfer dort stehen bleiben und sogar sich weiter auf die herannahende Bedrohung zubewegen. Mit auch den eingetroffenen Verstärkungen für die Geister, die oben am Spielfeldrand und unten links am Spielfeldrand jetzt eingetroffen sind, wird es für die Skaven langsam wirklich eng. Immer mehr Geister schwärmen hier auf den Clownführer und seine Bande zu und seine wichtige Verstärkung der Rattenogre lässt immer noch auf sich warten. Das heißt, er muss hier wirklich schauen, wie er die Geister sich vom Leib halten kann, um über die entsprechende Zeit hinweg sich am Leben zu halten. Also es ist ja das Ziel der Skaven hier, den Clownführer um jeden Preis zu beschützen, wohingegen die Geister natürlich nur den Clownführer ausschalten müssen, um dieses Szenario zu gewinnen. Bei Warcry-Kampagnen ist es so, dass der Sieg eines Szenarios jetzt nicht essentiell ist, um in seiner eigenen Kampagne voranzuschreiten. Ich habe eingangs ja auch gesagt, dass jeder so seine eigene Kampagne spielt. Das heißt, man macht mehrere Schlachten gegeneinander und an bestimmten Zeitpunkten macht man die Convergence Battles, also so Schicksalsschlachten quasi. Die sind vorgegeben dann bei der entsprechenden Quest, wie die gestaltet sind. Man spielt sie gegen einen beliebigen Gegner aus der Runde. Dieser obliegt dann bestimmten Regeln. Und ja, die muss man gewinnen, um in seiner Kampagne voranzukommen. Und es gibt insgesamt drei davon. Das dritte muss man dann gewinnen, um ultimativ seine Kampagne dann auch zu gewinnen. Die Schlachten dazwischen ist nicht dramatisch, wenn man die verliert, man wird trotzdem voranschreiten. Das Gute ist nur, wenn man die Schlachten gewinnt, kriegt man halt etwas mehr Belohnung. Man bekommt tendenziell mehr Ruhmpunkte und man bekommt durch die Ruhmpunkte dann auch schneller Zugang zu Territorien und Verbündeten etc. Das heißt, während hier die erste Geisterbase auf den Clownführer jetzt angestürmt ist, mit ziemlich schnellen Bewegungen, aber noch keine Angriffe machen konnte, denn nur zwei Aktionen, das ist beides für die Bewegung genutzt worden. Also die Territorien, um die man hier auch kämpft, das sind jetzt quasi, wenn wir jetzt hier mal uns Soroth Khor angucken, verschiedene Stadtteile, könnte man so sagen, wo jetzt die Vorherrschaft errungen wird, und die bringen einem dann auch verschiedene kleine Vorteile innerhalb der Kampagne. Und wenn man genug Territorien zusammen hat, kann man mächtigere Verbündete in seine Bande holen. Das heißt, das sind Modelle aus anderen Banden, die es gibt. Zum Beispiel könnten Skaven jetzt auch aus anderen Chaos-Banden sich Verbündete holen. Es sind aber auch teilweise nochmal separate Modelle als Verbündete verfügbar, die man dann seiner Bande über die Zeit hinweg hinzufügen kann. Also ein großes Entwicklungspotenzial bei Warcry für die eigene Bande, da die schön erzählerisch auch aufzubauen. Und ihr, die Ratten, versuchen jetzt wirklich alles, um ihren Clownführer zu beschützen. Das heißt, die Begleitungen stürmen hier auf die Geisterbase zu, versuchen da irgendwie diese Base oder diesen Geisterschwarm zu zerschlagen, irgendwie zurückzudrängen. Ich weiß ja nicht, inwiefern man gegen Geister effektiv kämpfen kann, aber es ist möglich. Und auch Rickett, der Clownführer selber, ist hier nun mit in den Kampf involviert und muss sich wirklich selber unter Beweis stellen, was er hier leisten kann. Die Geisterbases haben auch eine solche Fähigkeit, wie ich es auch vorhin vorgestellt habe. Das heißt, sie können für, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ob es ein Pasch oder ein Triple ist, also für ein Drilling, eine Fähigkeit auslösen, die ihnen erlaubt, alle normalen Treffer als kritische Treffer zu behandeln. Bei einer Attacke habe ich erklärt, jede normale erfolgreiche Verwundung ist einfach normal der Schaden, der vor dem Schrägstrich bei der Schadensangabe steht. Jede 6 macht den kritischen Schaden. Wenn jetzt hier jede normale Verwundung schon als kritisch zählt, eskaliert das mit dem Schaden dann schon ziemlich schnell. Das macht ziemlich, ziemlich böse Aua. Und wir werden mal sehen, ob das die Ratten so richtig aushalten können. Denn wer schon andere GW-Spiele gespielt hat, weiß, dass die Skaven jetzt nicht gerade die zähesten unter den Völkern sind.
Mehr und mehr werden sie hier auch von den Geistern umzingelt und es sieht langsam auch wirklich, wirklich finster aus. Hier haben sie aber jetzt erfolgreich einen Geist ausschalten können. Der nimmt erstmal nicht mehr am Spiel teil. Beißend, kratzend und um sich schlagend wehren sich die Skaven gegen die Geisterscharen. Von allen Seiten erscheinen immer weitere schemenhafte Gestalten und schweben mit rasselnden Ketten auf die quiekende Plage zu. Immer wieder muss sich Rickett gegen die Angriffe der Nighthound verteidigen. Doch es sind einfach zu viele. Wird Rickett tatsächlich schon beim ersten Hindernis scheitern? Mit einem Brüllen kündigt sich endlich die erhoffte Verstärkung an. Unweit des Kampfes fliegen Steine durch die Gegend, als eine riesige Kreatur durch die Ruinen bricht. Durch Peitschenhiebe angestachelt stimmt der Rattenoger auf die Gespenster zu. Doch ist es noch rechtzeitig? Endlich ist die Verstärkung für die Skaven nun eingetroffen. Runde 3 damit eingeläutet. Die Verstärkung seht ihr auf der linken Seite. Ein Rattenoger, ein, ja, irgendwie Bestienmeister mit einer Peitsche und zwei Riesenratten sind die erhoffte Verstärkung. Verspätet, aber immerhin jetzt endlich da. Ein nicht zu verachtender Anteil der Skaven-Truppe hat wirklich sehr gefehlt in den ersten beiden Runden. Und das liegt jetzt so ein bisschen einfach daran, wie wir diese normalen Szenarien spielen. Es gibt halt diese Kartendecks mit den Aufstiegskarten, den Siegkarten, den Zustands-, also den Sonderregelkarten. Und es hat sich dadurch einfach diese Konstellation ergeben. Definitiv ein schweres Match für die Skaven. Rickett musste auch schon einiges einstecken und jetzt ist es wichtig, dass der Rattenoger im letzten Zug noch irgendwie es schafft, ein paar Geister zu binden, irgendwie davon abzuhalten, auf Rickett auch noch einzudreschen. Es ist nämlich so, dass wenn man in 1 Zoll zu einem gegnerischen Modell steht, ist man im Nahkampf gebunden. Wenn man dann eine Bewegungsaktion macht, muss man innerhalb von 1 Zoll zu diesem Gegner bleiben. Wenn man sich allerdings lösen möchte, muss man eine andere Aktion machen. Das ist diese Lösen- oder Disengage-Aktion. Und dann darf man sich nur 3 Zoll bewegen und auch nicht von Sonderregeln wie Fliegen Gebrauch machen. Das heißt, der Rattenoger ist wirklich in der Lage, mit seiner Präsenz hier Geister im Nahkampf zu binden und dadurch zu verhindern, dass sie schnell zu Rickett rüberfliegen und diesen noch angreifen können. Dennoch sind hier einige Geister bei Rickett in der Nähe, die die Möglichkeit haben, auf diesen weiter einzuschlagen. Es bleibt also weiter spannend und wir müssen gucken, ob Rickett sich diesen letzten Attacken, die jetzt auch in dieser letzten Runde, es geht nur über 3 Runden das Szenario, sich jetzt noch erwehren kann. Überall verteilt stehen Ratten herum, aber es wird alles auf diese Attacken hinauslaufen. Der Rattenoger stürmt etwas vor, die Bewegungsaktion, den Geisteranführer Wilhelm Wispergeist hier im Nahkampf zu binden, wie er seine Glocke schwingt und seine Geister zu weiteren Attacken mit anstachelt. Hier ist noch die Überlegung groß und der Rattenoger wird sich etwas weiter bewegen, um entsprechend beide im Nahkampf zu binden. Und nun probiert er auch noch den Wilhelm Wispergeist anzugreifen. Er wird irgendwas erreichen, der Rattenoger kann richtig böse Schaden zufügen, allerdings nicht genug, um Wilhelm Wispergeist in einer Attacke aus dem Spiel zu entfernen. So bleibt es nun also an den Geistern, hier entsprechend zu handeln. Die große Geisterbase wird jetzt ihre Attacken durchführen gegen Rickett, den Clownführer. Und nun ja, wer für die Underdogs ist, drückt jetzt die Daumen, dass die Skaven dies überstehen. Wer sich sowieso diese Geisterbases anguckt und sagt, Geister haben doch einen viel größeren Stil als irgendwelche aus der Gosse kommenden Ungeziefer, dann hofft er jetzt, dass es für Rickett der letzte Atemzug ist. Wie ein Wirbelwind schwingt Rickett seine Waffe in alle Richtungen, um sich gegen die Masse an rostigen Klingen und kalten Klauen zu verteidigen. Doch mit jedem Schlag, den er abwehren kann, wird er aus anderer Richtung getroffen. Immer mehr Blut tropft auf die staubigen Straßen von Soroth Khor, als Rickett sich erneut gegen einen von oben geführten Angriff verteidigen will. Mit schwindender Kraft kann er den Schlag nicht mehr verhindern und lenkt ihn nur ab, wodurch die Klinge tief in seine Schulter schneidet. Zugleich bohrt sich eine weitere Klinge in seine Seite und beißender Schmerz lässt den Clownführer zucken, bevor er leblos zu Boden fällt. In Raserei um sich schlagend springt der Rattenoger über den Körper von Rickett und Wilhelm Wispergeist zieht sich mit seinem Trupp zurück. Ihr Ziel ist erreicht, der Anführer ist gefallen, doch zu groß ist die Gefahr, die vom Rattenoger ausgeht, um auch die verbleibenden Skaven zu besiegen. Doch ist Rickett wirklich tot? Sein Gefolge hat Rickett in ein Versteck getragen, wo er keuchend sein Bewusstsein wiedererlangt. Das ist noch nicht das Ende des Slayers of Man-Things.